Sehr geehrte Frau Paul, ich fange damit direkt mal an. Werte lesbisch, schwule, bi, Transsternchen, Eichhörnchen und heterosexuelle Mitmenschen hier und zu Hause und unterwegs, sehr geehrte Frau Präsidentin. In unserem Ausschuss für Frauenpolitik, Gleichstellung und Emanzipation scheint es der Regierung doch auch wirklich oftmals an Ideen zu mangeln. Da muss ich in Teilen auch den Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP recht geben. Denn ein Großteil der Arbeit im Ausschuss besteht aus vielen Informationen und Vorträgen. Anträge hingegen gibt es in dem Ausschuss relativ selten. Oft werden sie nämlich leider nur federführend in einem anderen Ausschuss behandelt. Unser Ausschuss ist in der Regel nur mitberatend tätig. Wir als Piraten, wenn wir Anträge stellen, wir wissen da, was damit passiert. Sie saufen in der Regel in der Praxis im Ausschuss ab. Aber das ist ein anderes Thema. Die momentanen Begebenheiten können demzufolge nach positiv und aber halt auch negativ interpretiert werden. Kommt ganz darauf an. Sind die Themen des Ausschusses eventuell sogar so wichtig, dass sie andere Ausschüsse dann viel eher, wie soll ich sagen, sich unter den Nagel reißen? Weil wenn wir auf den Ausschussspiegel gucken, dann sehen wir, dass wir sage und schreibe einen einzigen Beratungsgegenstand in der letzten Legislaturperiode hatten. Auch im Prinzip Rot-Grün mit in der Pflicht. Drei Anträge hatten wir nur zur Mitberatung. Das hängt da ganz stark mit dran, denn die Gelder sind ja das, wo, wenn wir über Anträge diskutieren wollen. Moment. Unser Haushaltskapitel Emanzipation verdeutlicht, dass es wenige Haushaltstitel gibt, die wir hier überhaupt zur Diskussion stellen können. Kürzen möchten die Piraten ganz bestimmt nicht, im Gegensatz zur CDU, die oftmals halt, ja, dann eher zur Kürzung neigt. Frau Ministerin Barbara Steffens hat ja in unserem Ausschuss den Haushaltsentwurf vorgestellt. Das war auch sehr gut. Aber ich hatte eher den Eindruck, es war so eine, ja, mehr so eine Plauderei. Verstehen Sie mich bitte jetzt nicht falsch. Es ist nicht verkehrt, was Sie da vorhaben. Aber mit der Vorlage zum Haushalt haben Sie erstaunlich wenig Zahlen, konkrete Zahlen zu den selten zugehörigen Haushaltstiteln leider geliefert. Nehme ich zum Beispiel die Geschlechtersensibilität, Übergang Schule und Beruf. Da steht definitiv keine Zahl dabei. Nehmen wir die Novellierung des Landesgleichstellungsgesetzes ohne EP-Hinweis und ohne Betrag. Auch leider vom sehr wichtig angesprochenen Rundentisch Prostitution. Ohne Hinweis auf den Einzelplan oder den Betrag. Es ist, mehr Gleichstellung hat das Ministerium seit dem letzten Haushalt gefühlt dadurch nicht erreicht. Nein. Unser Ausschuss hat, finde ich, meines Erachtens nach definitiv zu wenig zu tun. Wir haben das auf so viele Bereiche verteilt, im Haushalt, das ist auf so viele Bereiche verteilt. Wir, wie gesagt, die Gleichstellungsbemühungen der Hochschulen stehen im Einzelplan 6. Die pädagogischen Ansätze zum Gender-Mainstreaming finden sich im Kinder-Jugend-Förderplan Einzelplan 7. Selbst das Ministerium Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft mischt da auch schon mit. Einzelplan 10 spendiert in der Aus- und Fortbildung unglaubliche 28.600 Euro für frauenspezifische Themen. Es gibt noch eine Menge weiterer Beispiele. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Die Frau Kollegin Paul würde Ihnen gerne einen Tisch. Nein, heute mal ausnahmsweise nicht. Vielen Dank. Okay. Kommen wir gleich zu. So. Das Volumen des Teilbereichs Emanzipation im Einzelplan 15 bewegt sich in einem solch engen Rahmen, da ist nicht viel dran zu rütteln. Die Haushaltsdebatte zum Emanzipationsbereich ist eine Scheindebatte, weil die Haushaltstitel halt einfach so verstreut sind. Da kann ich wirklich der CDU einfach fast verzeihen, dass ihr nichts Besseres einfällt, als dass sie die Beratungsstellen zur Wiedereingliederung von Frauen in das Berufsleben streichen möchte. Diese Idee ist trotzdem großer Mist. Jeder weiß ein bisschen was über Gleichstellung. Es ist toll, sich für die Gerechtigkeit einzusetzen. Daher sind einige Themen auch in anderen Ministerien und Bereichen aufgegriffen worden. Aber unser Ausschuss ist, wie gesagt, nicht arbeitslos. Die Veränderungen, die in der Gesellschaft zur Gleichstellung vorgegangen sind, die reichen noch nicht aus. Das ist ja alles noch nicht Realität. Unser Ausschuss trägt eine Zielgruppe besonders im Namen. Dabei gibt es viele Felder, in denen eine Gleichstellung obendrein noch erreicht werden muss. Denn immer noch, da kommen wir jetzt genau dazu, neben den LSBTTI-Leuten haben auch die Menschen, die sich gesundheitlich eingeschränkt fühlen, mit Ungleichbehandlung nach wie vor zu kämpfen. Und von daher ist unsere Arbeit im Ausschuss mit Sicherheit nicht geregelt.
Aber die Gelder, die Sie da zur Verfügung stellen, sind definitiv nicht ausreichend. Von daher müssen wir diesen Teilbereich müssen wir uns enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Olea. Bleiben Sie bitte gleich am Redepult stehen, weil Frau Kollegin Paul sich zu einer Zwischenintervention gemeldet hat. Sie müssten sich bitte einmal eindrücken, dann kann ich das Mikro freigeben. Dankeschön, bitteschön. Ja, Herr Kollege, Sie haben ja leider meine Zwischenfrage nicht zugelassen. Dann muss ich das auf diese Weise machen. Ich bin schon einigermaßen erstaunt, wenn nicht gar erschrocken über das, was Sie hier vortragen. Also sind Sie denn in dem Ausschuss nicht anwesend? Wissen Sie nicht um die Möglichkeit, auch selber Initiativen einzubringen? Und was man auch noch mal sagen muss, wir haben doch jetzt, das ist doch eine politische Errungenschaft, dass wir heute davon sprechen, dass Frauen- und Gleichstellungspolitik eine Querschnittsaufgabe ist. Jetzt gehen Sie hin und geben Ihrer Verwunderung Ausdruck, dass sich das auch in anderen Haushaltsbereichen findet, dass andere Ausschüsse darüber beraten. Also das lässt mich einfach völlig fassungslos zurück. Und um das noch mal zu sagen, Sie finden auch unter anderem all die Dinge, die in anderen Bereichen zum Thema Frauen- und Gleichstellungspolitik gemacht werden, in der Querliste als Anhang zum Haushalt des MGPA. Die müssten Sie nur lesen. Also ich bin wirklich einigermaßen fassungslos über das, was Sie hier abgeliefert haben. Und wenn Sie dann noch darüber sprechen, irgendwie, dass ja in dem Bereich nichts passiert. Also A, können Sie selber was einbringen und B, gibt es viele partizipative Prozesse des MGPA, wo auch die Fraktionen mit eingeladen sind. Das heißt, Sie hätten sich in der Erarbeitung diverser Pläne wie des Landesaktionsplans gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen auch beteiligen können. Aber dazu muss man dann auch hingehen, sich anschließend hinzustellen und zu sagen, es würde nichts passieren, niemand würde was tun, niemand würde mit Ihnen sprechen, das ist mir zu wenig. Ach, Frau Paul, schalten wir mal Ihren Empörungsmodus ab. Noch einmal in aller Kürze. Wie gesagt, wir hatten einen einzigen Punkt in der vergangenen Legislaturperiode federführend. Und auch wenn es partizipativ in ganz vielen anderen Ausschüssen auch ganz viel darüber gesprochen wird, der Punkt, um den es mir in diesem Zusammenhang auch haushalterisch geht, ist, dass der Ausschuss mehr Würde zu erfahren hat. Und dies auch durch Ihre sozusagen Fraktion. Vielen Dank. Dankeschön für die Landes